Aber das soll uns jetzt weiter nicht stören. Dann machen wir hier also wieder so einen Kreisel. Wir werden den jetzt mal anders bauen. Nämlich wir bauen den erstmal hier so mit der Autobahn. Bei laufendem Betrieb, sozusagen am offenen Herzen, wenn man so will. Und dann lassen wir von hier dann das Gewerbe abgehen. Also, nee, das sind Einbahnstraßen. Gut. Dann nehmen wir mal das. So, dann haben wir jetzt hier den Kreisel. Ja, sieht jetzt wieder so ein bisschen schräg aus. Ach, das machen wir denn. Bisschen. Haben wir da irgendwo was gemacht, wo es nicht gerade ist oder so? Weiß ich nicht. Wir machen das mal gleich noch. Und dann müssen wir ja den Tunnel wieder unterirdisch verlegen oder respektive als Brücke irgendwie. Das nicht so gerade machen. Was ist denn da für Murks? Nee, da wollte ich Kurve machen, du Pfeife. So, hallo, Kurve. Ich... das normal richtig. So, und dann machen wir hier die Autobahn. Gerade, wenn es geht. So, ne? Das ist also dann unser Kreisel, der jetzt natürlich auch relativ funktionslos ist, weil wir die Autobahn ja da so angeschlossen haben, aber mangels Geld. Ich weiß ja, dass wir da sehr viel Geld für brauchen. Hier werden wir nochmal Bürogebiete ausweisen gleich. Kannst mal wieder weiterlaufen, so. Bürogebiete, und zwar hierhin. Habe ich hier Wasser? Nee. Machen wir hier Bürogebiete hin. Was ist das eigentlich für ein Gebäude da? So, jetzt bin ich doch mal gespannt, wie das ist hier mit dem Müll. Ob der denn da auch abgeholt wird? Ei, die sind ja richtig sehr begierig auf Bürogebiete, das muss man schon mal sagen hier. Dann wollen wir doch hier gleich mal Bürogebiete auch hinsetzen. So, dann warten wir mal hier, ob da auch wirklich der Müll abgeholt wird. Ob das, was Programmers LP gesagt hat, auch wirklich so funktioniert.
Einen Toten haben wir da auch. Was ist das für einer? Ein Pickup. Der arbeitet da. Also es ist, wird angeschlossen. Also das ist schon mal richtig. Das geht. Das funktioniert auch. Der arbeitet nicht da. Doch, der arbeitet da. Irgendwie. Auf jeden Fall macht er ziemlich einen Umweg, wenn er zum Auto will. So, wo will denn der da hin? Der geht raus und dann geht er... Ja, der will irgendwie zur Bushaltestelle. Alles klar. So, dann warten wir mal hier auf mehrere Probleme. Hohe kriminelle Aktivität. Ja, da ist schon länger kein... Na, ob das so funktioniert? Mein Lehrer, ich weiß es nicht. Da kommt ein Müllauto. Nee, der fährt hier nicht rein. Aber eigentlich sollte das ja funktionieren. Vielleicht funktioniert es ja, wenn wir hier noch so ein bisschen Gewerbegebiet hinsetzen. Sag mal, dass die Leute dann, oder Bürogebiet, Gewerbegebiet wäre, glaube ich, in dem Fall nicht so schlecht. Dass man dann hier die Polizei und Feuerwehr und sowas auch noch so ein bisschen anlocken, sage ich mal. Ja, machen wir hier noch mal so ein bisschen ein kleines Gewerbegebiet hin. So, jetzt stoppe ich das noch mal ab. Will das hier noch mal so ein bisschen so hinbauen, dass es da nicht anschließt. Ja, wie ist denn das überhaupt jetzt, sag ich mal? Es ist ja so, dass hier eigentlich, ich kann es doch, glaube ich, sowieso irgendwie anschließen, oder? Wenn ich das jetzt mal so mache. Die Busse fahren ja sowieso da. Und welches Fahrzeug würde denn überhaupt da drauf wollen? Da ist doch wahrscheinlich überhaupt kein Fahrzeug da, was da drauf möchte. Sag ich mal, wir wollen dem Fahrzeug dann hier auch noch die Möglichkeit geben. Ja, ich mach das mal so. Ich meine, welchen Grund sollte jetzt ein Fahrzeug haben von Oma Meier oder wie auch immer, jetzt hier auf die Busspur zu fahren? Machen wir das einfach mal so. Werden hier noch so ein bisschen Gewerbe hinsetzen, weil Gewerbe ja benötigt wird. Huch, wie sieht das denn aus? Hatte ich das nicht irgendwie gerade gemacht? Naja. Gut, das sieht halt ein bisschen lustig aus, aber ist egal. So, da machen wir hier so ein bisschen Gewerbe hin. Ich denke mal, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, wenn wir da die Straße so anschließen. Denn die Leute kommen ja da nicht wieder raus. Also die müssten schon behämmert sein, wenn sie da drauf fahren. Ich guck mir das mal an. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier Gewerbegebiet und wir kommen so langsam
nach einer Stunde 25 Minuten etwa Aufnahmezeit auf die 13.000 hin. Das ist gut. Was habt ihr da nicht? Wasser? Da ist doch Wasser. Ah, da ist kein Wasser. Okay, alles klar. Ja, dann kriegt ihr Wasser. Also ich denke mal, dass hier keine Autos auch jetzt auf die Busspur fahren werden, sage ich mal so. Weil ich die Busspur nirgendwo anders anschließen werde an das Straßensystem, sondern nur an dieser einen Stelle. So, Theorie ist das zumindest von mir jetzt mal. Ob das dann in der Praxis auch so ist, das werden wir sehen. Aber ich denke mal, dass es so ist. Und hier machen wir mal Einbahnstraße. Was ist das? Ah, da kommen sie endlich, um die Toten abzuholen. Wunderbar. Okay, dann funktioniert das auf jeden Fall. Jetzt muss dann auch mal die Polizei vorbeikommen. Und der Müllwagen. Und dann haben wir es. So, hier mache ich mal Einbahnstraße. Definiere ich mir das mal als Einbahnstraße.